Der Unterschied ist einfach der, dass in den Ländern des Ostens, in der Sowjetunion, das deutsche Militär gewesen war, und nicht nur das Militär, sondern auch das, was im Rücken des Militärs arbeitete und operierte, über der Zivilbevölkerung zum Beispiel herrschte. Das war alles im Osten gewesen. Ein Kanadier, ein Amerikaner oder ein Engländer hatte das nie erlebt. Und daraus, darin sehe ich einen sehr wesentlichen Unterschied. Ein Kanadier oder Amerikaner oder Engländer, der kam, um einen Feind, der sehr viel angerichtet hatte, niederzukämpfen. Und das tat er. Aber aus dem Osten kamen da nebenher auch noch die Ideen der persönlichen Rache und der Vergeltung. Und die wogen schwer, das sah man.